Ja, wir sind die Gruppe Find New Friends, bestehend aus Linus, Jonathan, Ludwig und mir, Xaver. Ich stelle das heute jetzt alleine vor. Und unseren Mentoren natürlich Christian und Matze. Wir haben uns gedacht, oder beziehungsweise wir haben festgestellt, dass es vor allem während Corona schon schwierig ist, einfach neue Kontakte zu knüpfen und Leute zu finden, die vielleicht auch dieselben Interessen oder Hobbys haben wie man selber. Und deshalb haben wir Find New Friends entworfen. Genau, das Endprodukt soll eine Webseite sein, mit der man eben Leute in seiner Umgebung finden kann, die Interesse an denselben Hobbys haben oder auch an, also dieselben Interessen halt eben haben. Und das braucht natürlich eine Registrierung für den Benutzer, also ein Passwort und einen Benutzernamen und natürlich einen Bereich, wo man die Hobbys verwalten kann für sich selber, also zu sich selber Hobbys hinzufügen kann. Und genau. Und natürlich muss natürlich auch die müssen natürlich die anderen Personen in der Nähe auch angezeigt werden mit den gleichen Interessen, dass man ja, sonst wäre das Ganze ja, würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Genau, was haben wir verwendet dafür? Als Datenbank haben wir SQLite benutzt und als Programmiersprachen Python mit dem Django Framework, HTML und CSS. Hier sieht man jetzt mal so einen Screenshot. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, war ja klar. Genau, hier sieht man einen Screenshot. Darauf kann man jetzt hier die Alpakas, also die Nutzerinnen, sehen, die hier schon angelegt wurden. In dem Fall sind es nur drei, und zwar JugendHackt, Hacker und Alpaka. Und da drüben kann man die Hobbys sehen. Jetzt kann man hier feststellen, ah, der JugendHackt, der spielt Fußball. Und Mate trinken, das tun JugendHackt, Hacker und Alpaka gerne. Hier oben kann man, da kann man sich dann einloggen bei dem Login-Button. Und was wir noch integrieren wollen, aber noch nicht geschafft haben, ist eine Map. Dazu würden wir dann OpenStreetMap benutzen, wo man eben dann seine Umgebung sehen kann und Menschen, die das auch, also die eben dieselben Hobbys praktizieren. Genau, was brauchen wir für die Zukunft noch? Was fehlt uns noch? Zum einen, wie ich schon gerade gesagt habe, müssen wir die Map hinzufügen. Dann muss man natürlich einen Umkreis angeben können und seinen eigenen Standort, sodass man Leute in seiner Umgebung finden kann. Und dann muss man natürlich mit diesen Leuten dann auch noch irgendwie in Kontakt treten können, sonst bringt das Ganze ja nichts. Genau, das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich wollen wir uns nochmal super, also mega bei der ganzen Organisation und den Mentoren mit Mentorinnen bedanken. Es war wirklich super das Wochenende. Dankeschön.